Heute, liebe Leute, gibt es wieder das Maximum, also wirklich das Allerhöchste an Hohlheit, also an Dummheit, was so im Menschen eigentlich so drin ist. Und zwar gucken wir uns heute die dümmsten Schilder an, die so aufgehangen werden, die man so sieht, so die fotografiert werden. Das allerbeste Schild auf dieser Erde und auch das wertvollste Schild, das zeige ich euch jetzt einmal schnell. Das ist das Schild hier, ja, also das wurde, Sprachenlernen Bubble. Dieses Schild ist das wichtigste und beste Schild und wer diesen Ratschlag hier befolgt, der wird ein besseres Leben haben. Dem wird es gut gehen, ja, der wird ein langes Leben finden, der wird gesund bleiben, der wird glücklich sein. Okay, jetzt übertreibe ich es, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Freunde, ein kurzer Klick und dann seid ihr ganz, ganz tolle Menschen. Okay, Freunde, wir steigen ins erste Bild und zwar sehen wir hier einen fetten Stein. Als erstes haben wir hier und sehen da drauf ein Schild. Bitte liegen lassen. Bruder, ich hatte gerade vor, den Eimer in die Tasche und abdampfen damit. Also ich habe wirklich jetzt gerade vorgehabt, diesen Stein zu nehmen und damit einmal komplett, weil das ist ja geil. Oder kennt ihr auch diese Fletschersteine, womit man so übers Wasser fletschern kann? Da wäre der Stein echt perfekt für. Okay. Ne, einmal schnell anheben und dann ab damit. Für den Vortrag Alarm im Darm bitte Hintereingang benutzen. Steht auf dem Briefkasten von der AOK. Das ist mega gut. Ja gut. Diesen Vortrag, ich weiß nicht, um was es in diesem Vortrag geht, ja. Ich bin auch manchmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zweideutig eingestellt. Ich weiß, ihr auch, ihr Schlänge, ihr seid auch, denkt immer nur zweideutig. Oh. Alarm im Darm, bitte den Hintereingang benutzen, Freunde. Ist alles nichts Zweideutiges. Macht euch darüber keinen Kopf. Das Ding ist eine komplett nicht zweideutige Nummer. Als nächstes haben wir ein Schild hier von so einer Firma und die heißt Firma Schade Bestattungshaus. Das ist ein Bestattungsunternehmen und das heißt Schade. Ja, schade, dass der von uns gegangen ist. Also das ist, also wenn man einen passenden Namen haben will, ja, für ein Bestattungsunternehmen, dann ist es wirklich schade, weil es halt schade ist, wenn Leute draufgehen. Okay, nächstes Schild. Bitte keine Möwen futtern. WTF? Okay, warte mal. Ich habe den jetzt erst gerade gecheckt, okay. Da soll natürlich stehen, bitte keine Möwen füttern. Aber da steht, bitte keine Möwen futtern. Das ist immer das Erste, was ich am Strand vorhab. Erstmal so eine schöne Möwe runterhauen und dann erstmal schön auf den Grill. Oder schön ab dem Lagerfeuer erstmal eine Möwe weghauen. Gibt nichts Leckeres, Freunde. Vergesst Döner, vergesst alles oder vergesst ein Eis am Strand oder so. So eine schöne Möwe, die schmeckt, Junge. Die schmeckt, Junge. Die mundet. Die mundet richtig. Als erstes haben wir hier haben wir so einen Wurststand und hier wird verkauft eine Thüringer Bratwurst. Okay, das soll Bratwurst heißen. Ja, kann man drüber lachen. Fand ich persönlich jetzt aber nicht so lustig. Wegen Urlaub von 13 bis 15 Uhr geschlossen. Okay. Okay. Also welcher Mitarbeiter wünscht dir das nicht, mal 2 Stunden Urlaub zu haben? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das entweder der Praktikant aufgehangen oder jemand, der vielleicht nicht so ganz gut Deutsch kann und da hat das Wort Pause und Urlaub verwechselt, ja? Wegen Urlaub von 13 bis 15 Uhr geschlossen. Oder er meinte vom 13. bis zum 15. 2 Tage Betriebsurlaub. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bitte die Tauben nicht würzen. So, man könnte dieses Schild soll natürlich, das ist ja auch jedem klar, soll natürlich heißen, bitte die Tauben nicht füttern. Aber er streut damit dieser Hand mit so Salz über der Taube. Das sieht nicht aus, als würde die füttern, sondern er wird die Taube nicht würzen. Was, also wenn ich ein ganz naiver El Mago wäre und durch die Stadt laufen würde, ja, ich würde denken, bitte die Tauben nicht würzen. Also das ist wirklich meine Lieblingsaktivität, mit einer Pfeffermühle und mit einem Salzstreuer durch die Stadt zu laufen, um ein bisschen die Tauben zu würzen, Freunde. Aber dieses Schild zeigt euch, dass ihr das nicht tun solltet, ja? Ihr solltet keine Tauben würzen, denn Tauben gehören nicht auf den Grill, die gehören in die Pfanne. Wir sind Ostern für Sie da. Kar-Samstag geschlossen, Ostersonntag geschlossen, Ostermontag geschlossen. PS, Kar-Freitag haben wir geschlossen, okay? Danke dafür. Danke, dass dieser Betrieb so kundenfreundlich ist und wirklich komplett über Ostern aufhat. Die haben hier so ein vorgefertigtes Schild. Wir sind Ostern für Sie da. Komplett jeden Tag geschlossen. Ast rein. Danke dafür. Freunde, mal ganz kurze Grüße, bevor es weitergeht. Geil. Grüße gehen raus an das Kanalmitglied, an dich. Ehrenmann, Ehrenfrau, dass du auf jeden Fall Kanalisationsmitglied bist. Nein, sorry.
dass du Kanalmitglied bist. An dich und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar unter dieses Video oder seinem nächsten Video, der allererste Kommentar, Freunde. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft, dann werdet ihr vielleicht auch grüßt. Okay, wir haben das nächste Schild. Vernünftige Radfahrer steigen hier ab. Für die anderen ist die Weiterfahrt verboten. Warte, das Schild muss ich einmal kurz verstehen. Vernünftige Radfahrer steigen hier ab. Für die anderen ist die Weiterfahrt verboten. Ja, dann bleibt dann ja nur Absteigen übrig, wenn du weiterfahren willst. Ja. Zum Klingeln bitte mehrmals laut Ding-Dong rufen. Ja, wenn die Klingel nicht kaputt geht, einfach ein Schild aufhängen und draufschreiben, yo, ruf bitte Ding-Dong, dann läuft der Hase. Dann läuft er wirklich gewaltig. Denn klingelt's auch. WTF? Weiß nicht, was ich hier rede. Auf jeden Fall stehen dann die Leute unten und rufen Ding-Dong. Was denkst du so als Nachbar? So, du guckst als Nachbar raus, so ein sonniger Tag, du hast wirklich gute Laune. Du willst gleich mit deinem Hündchen ein bisschen rausgehen, ein bisschen spazieren, guckst du aus dem Fenster und dann steht da jemand unter der Tür und ruft die ganze Zeit Ding-Dong hoch. Da denkst du auch, yo, was bei dir falsch gelaufen? Okay, wir gucken als nächstes. Und zwar haben wir wieder ein Kloschild. Und zwar, wahrscheinlich ist es einmal die Männertoilette und einmal die Frauentoilette. Wir haben links den Lichtschalter für die Männertoilette und rechts die beiden Lichtschalter für die Frauentoilette. Ich sag dazu nichts. Das Ding ist definitiv nicht zweideutig. Bitte macht euch da keinen Kopf. Ist das Bild zweideutig? Nein, ist es nicht. Nö. Hat jemand hier zweideutig gedacht? Ja. Etwa du, Löwe? Ja, das ist schon sehr dreckig. Löwe? Du kleiner Löwe hat schon wieder pervers gedacht. Da denkt noch jeder pervers. Nein, das sind einfach nur Lichtschalter, Löwe. Das wird ein Nachspiel für dich haben, Löwe. Das wird ein richtig grobes... Ich, ganz ehrlich, Löwe, ganz ehrlich, wir haben Löwe immer als brav eingestuft. Aber dass er hier solche wirklich dreckigen Dinge von sich gibt, das geht gar nicht. Schäm dich, Löwe. Nein, Spaß, Löwe, wir lieben dich alle. Okay, Freunde, es geht ins nächste Bild. Okay, für Autofahrer, die nur ein Singen und Klatschen in der Schule hatten, dies ist eine Garageneinfahrt. Hier fahren Autos rein. Für blinde Autofahrer, also, okay. Fand ich persönlich jetzt auch nicht... so lustig. Das hat so ein richtiger Allmann aufgehangen. Das gibt eine Anzeige. Okay, wir gucken als nächstes Schild. Okay, Zoo. Tiere nur für zum Gucken, nicht am Bär packen. Was? Wer? Wie? Wo? Was? Wann? Hä? Wie entstehen solche Schilder? Ich habe keine Ahnung. Wie entstehen solche Schilder? Ich weiß, ich bin jetzt total unscharf. Ich weiß gar nicht, ob ich noch zu sehen bin. Hi! Ich frage mich manchmal, wie solche Schilder... entstehen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wie entstehen solche Bilder? Ganz ehrlich, Zoo. Tiere nur für zum Gucken. Erstmal sind da 3,8 Rechtschreibfehler in dieser ersten Zeile. Und dann nicht am Bär packen. Also auch komplett falsch. Rechtschreibfehler. Und wer schreibt bitte auf ein Schild? Bitte nicht. Das verstehe ich nicht. Bitte nicht am Bär packen. So, da läuft ein lebendiger Bär. Nee, den packe ich auch nicht an. Das hat auch, glaube ich, niemand vor, weil Bären sind gefährliche Tiere. Und wenn vielleicht so anfassen verboten oder sowas, aber packen, so, warum sollen wir direkt so einen Bär anpacken? Ey, das ist. Ich habe letztens einen Horrorfilm geguckt. Da wurde jemand von einem Bär gegessen. Das ist gar nicht so lustig. Die sind gefährliche, aggressive Tiere. Deswegen, keine Ahnung, wie sowas zustande kommt. Okay, bitte nächstes Bild. Okay, wir haben hier ein Schild. Und zwar sehen wir hier das Ortsschild Hort. Ein Hort ist ja sowas, das habe ich erst letztens gelernt. Irgendwie hat man bei mir im Norddeutschland nie dieses Wort gesagt. Aber Hort ist ein so eine Art Kindergarten, glaube ich. Und darunter direkt so Schießstand. So direkt so. Das ist eine Adresse. Ja, ob du jetzt in Hort oder in Schießstand gehst, du bist so... Okay, nächstes Bild bitte. Okay, wir sind hier beim Bäcker. Baguette-Spezialitäten für den Winter. Montag Nusshörnchen, Dienstag Nusshörnchen, Mittwoch Nusshörnchen, Donnerstag Nusshörnchen, Freitag Nusshörnchen, Samstag Nusshörnchen. Was zum Teufel? Da hat der Bäcker oder der Praktikant von dieser Bäckerei wirklich sich mal wieder an seinen Gedanken freien Lauf gelassen, wie man viel Variation, wie man viel Variation da reinbringen kann, wie man wirklich die Kunden wirklich hungrig machen kann und da gibt's jeden Tag Nusshörnchen. Lecker Schmecker. Wie kommt das? Ich weiß nicht wie, aber wir haben hier einen WC-Knopf. Ein WC oder so ein WC-Button. Wahrscheinlich geht's da ins WC und dann steht darunter so ein Schild. Bitte benutzen Sie bei Bedarf den zweiten Fahrkartenautomaten. Wenn die Toilette zu hat oder besetzt ist, Freunde, dann geht doch einfach rüber und pinkelt an den Fahrkartenautomaten. Das juckt da auch niemanden mehr. Ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das irgendwie das Schild, das untere gehört wahrscheinlich zu einem anderen Fahrkartenautomaten, der irgendwie, keine Ahnung, so nach dem Motto, wenn dieser defekt ist, dann benutzt bitte den zweiten. Aber dummerweise hängt der direkt darüber das WC-Schild, also ja. Das erinnert mich an eine Story, wo noch so hingepinkelt wird, und zwar in unser verdammtes Treppenhaus. Also ohne Witz, Leute, wir sind eines Morgens aufgewacht, guten Mythes. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Plötzlich lag vor unserer Haustür irgendwie so ein Fell, keine Ahnung, und wir haben so gedacht, so, yo, das, keine Ahnung, Cedric hat gedacht, so, yo, ich hab das da hingelegt, und dann irgendwie beide, keiner hat das da hingelegt. Und dann lag sogar noch eine Stufe weiter unten, lag so eine kleine Pfütze, Urin.
Ich hab mal wieder gedacht, jo, Cedric lag da eine Nacht und konnte sich mal wieder nicht im Zaum halten, so wie Cedric das halt so macht. Aber Freunde, es hat sich rausgestellt, dass sich da wahrscheinlich da irgendein Obdachloser tatsächlich direkt vor unsere Haustür gelegt hat oben und da hingepinkelt hat. Absoluter Ehrenmann. Freunde, das war's in diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr gut raus seid und wenn ihr zwei Daumen habt. Jeder, der jetzt zwei Daumen habt, gibt dem Video einen Daumen hoch. Und Freunde, wenn ihr noch nicht in der Margang seid und diesem Schild wirklich reine Ignoranz zustecken wollt, dann seid ihr keine tollen Menschen. Nein, Freunde, dann müsst ihr diesen Kanal abonnieren, weil dann ist alles wieder gut. Wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Hier kannst du jetzt auch meinen Shop einmal abchecken, Freunde. Richtig geile Merch-Klamotten. Hier kannst du mich abonnieren. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klick auf jeden Fall irgendwo drauf. Sei aktiv, sei ein richtiger Margang. Wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Hau rein. Bis dann. Ciao, ciao. Euer El Margo.